Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin endlich wieder da. Ich freue mich total. Ich weiß, ich war jetzt echt eine lange Zeit nicht mehr hier auf YouTube aktiv. Der Grund dafür war meine mündliche Abschlussprüfung für meinen Bachelor und die liegt jetzt endlich hinter mir und ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis und bin jetzt quasi total erleichtert und schwebe quasi nur noch und habe natürlich jetzt die freie Zeit sofort genutzt, um wieder ein Video zu drehen, weil ich das doch schon sehr vermisst habe. Und zwar bin ich heute zurück mit dem Closed Confidential Tag. Den finde ich total interessant. Ich wollte euch also so bald mal meinen ganzen Kleiderschrank zeigen, aber so für den Einstieg finde ich, ist das ja, ein super Tag, den man machen kann. Ich hoffe, er gefällt euch und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Dann legen wir mal los mit der ersten Frage und zwar das älteste Stück in deinem Kleiderschrank, welches du noch trägst. Da musste ich erstmal ein bisschen überlegen, weil ich mir irgendwie mal total schwer merken kann, wenn ich welche Sachen gekauft habe. Und dann ist mir doch eins über den Weg gelaufen, welches ich glaube schon 3 Jahre oder so habe und immer noch gerne trage. Und zwar ist es dieses Kleid hier. Das hat so 3/4 lange Ärmel und ist kurz geschnitten. Als ich es gekauft habe, war es noch deutlich länger, aber ich habe es mir dann gekürzt. Und ich finde das Muster super schön. Das war aus einem Secondhand-Laden hier in Berlin. Und zwar aus einem dieser Made in Berlin Shops. Ich fand das Muster total schön. Viele werden wahrscheinlich sagen, oh, ist das ein Oma-Muster? Aber ich stehe ja auf solche Sachen. Und ja, deswegen dieses Kleid. Das war wieder mal so ein Streifzug durch die ganzen Secondhand-Läden hier in Berlin. Ich glaube, es war auch gar nicht so günstig. Ich glaube, 20 Euro hat es trotzdem gekostet. Aber ich dachte mir, naja, wenn das auch bei H&M hängen würde, würde ich das auch für 20 Euro kaufen. Und ja, das gefällt mir super gut. Dann zur zweiten Frage. Ich muss mal mein Handy hier dazu nehmen. Das neueste Teil. Ja, da habe ich leider einige. Ich hatte vor kurzem bei Forever 21 bestellt. Und zwar war ja vor kurzem die Glamour Shopping Week. Und da ich das Lernen eigentlich gar nicht rausgekommen bin, habe ich eher Online-Shopping betrieben. Und da habe ich mir unter anderem bei der Bestellung dieses Maxi-Kleid gekauft. Auf das ich mich schon total freue, wenn jetzt der Sommer kommt. Obwohl ich kann es jetzt auch im Frühling noch mit einer Strumpfhose und noch einem längeren Oberteil anziehen. Und ja, es handelt sich um dieses gute Stück, was ja total nach Hippie schreit. Es ist halt komplett transparent, also man muss schon auch was drunter ziehen. Und ist halt unlang. Und falls ich irgendwann nochmal Imker werden möchte, kann ich es dafür auch nehmen. Gut, Spaß beiseite. Und ich habe in diesem Sommer eine sehr große Reise vor. Dazu werde ich bestimmt bald nochmal was sagen oder erzählen. Und da stelle ich mir dieses Kleid auch super für vor. Ist geknöpft, wie man hier sehen kann. Und hatte, das Freistück ist noch dran, 20,95 € gekostet. Und da hatte ich ja dann noch diesen 21% Gutschein von der Glamour Shopping Week. Und ja, über dieses Teil bin ich extrem happy. Dann zur nächsten Frage. Das teuerste Item. Ja, das war echt eine schwierige Frage für mich, weil so extrem teure Sachen besitze ich einfach nicht. Also, wie gesagt, ich gehe total gerne auf Flohmärkte und in Secondhand-Läden und da kann man schon echt gute Schnäppchen machen. Und dann bin ich mal so durchgegangen durch meine ganzen Sachen und habe dann doch eine Jacke gefunden, beziehungsweise einen Parka, was eigentlich für mich total außergewöhnlich ist, weil ich eigentlich überhaupt nicht kein Parka-Typ bin. Aber damals, das ist glaube ich auch schon 3 Jahre oder so her, fand ich die Jacke so cool und ich trage sie auch immer noch. Also vor allen Dingen, wenn halt so schlechteres Wetter ist und ich eine Jacke mit einer Kapuze brauche, weil das ist die einzige Jacke mit einer Kapuze, die ich besitze. Und jetzt kommt die Sonne rein. Tut mir leid, falls ich total überbelichtet bin. Ja, zurück zum Parka. Die trage ich halt dann immer, wenn extrem scheiß Wetter draußen ist und es nicht zu kalt ist. Oder auch wenn ich an die See fahre und es stürmisch ist. Und zwar handelt es sich um diesen
Parker, kurz Parker, von Zara war der. Genau. Der hat eine extrem große Kapuze, da ist eigentlich auch normalerweise so ein Fake-Fellkragen dran. Da ist eigentlich auch so ein Fake-Fellkragen dran, den habe ich jetzt aber abgemacht. Und was mir an der halt so gut gefallen hat, dass man den Parker hier in der Mitte taillieren konnte oder kann. Dann hat er hier noch diese Öffnung und ich fand ihn damals total schön. Der hat auch innen noch, das kann ich ja mal zeigen, da ist nochmal so eine Weste quasi drin, die gesteppt ist, was halt super ist gegen Wind. Und die hatte 100 Euro gekostet, was halt echt schon eine ganz schöne Stange Geld für mich ist. Und vor allem auch für ein Teil, was ich gar nicht so oft trage. Ich habe echt schon ein paar Mal überlegt, verkaufst du ihn? Aber ich habe ihn dann doch immer wieder dann angezogen, komischerweise. Und dadurch, dass man den taillieren kann und der nicht so sackig ist, finde ich den noch interessanterweise ganz gut und werde den erstmal auch auf keinen Fall weggeben. Nun kommen wir zur vierten Frage und zwar das günstigste Stück, welches du tatsächlich trägst. Das war für mich auch wieder eine Herausforderung, denn wie gesagt, ich bin total gerne auf Flohmärkten unterwegs und da macht man ganz oft ein Schnäpperle für 1 Euro. Deswegen habe ich sehr viele Sachen im Kleiderschrank, die ungefähr 1 Euro gekostet haben. Habe mich jetzt aber für einen Shorts entschieden, aber ich dachte, naja, ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Und zwar handelt es sich um diese hier. Als ich die gekauft habe, war es eine lange Hose, die mir vom Schnitt halt überhaupt nicht gefallen hat. Also sie ist mir auch ein bisschen zu groß, ein Tick. Aber das kann man ja mit einem Gürtel ganz schnell lösen, das Problem. Und die ist in diesem schönen, ja was ist das, so ein Aprikot-Beige, was halt für den Frühling ganz schön ist. Und ich bin ja eigentlich, wie ihr dann gleich noch sehen werdet, eher von den Farben her ein Herbsttyp. Deswegen sticht die doch sehr heraus. Und die hat auch lediglich 1 Euro gekostet. Und die hatte ich noch ein bisschen, noch ein wenig gepinnt. Und zwar kann man das erkennen an der Seite. Da hatte ich mal so ein DIY gemacht. Den hatte ich auch auf dem Blog veröffentlicht. Den kann ich ja nochmal in der Infobox, in die Infobox reinsetzen, falls ihr euch dafür interessiert. Halt auf beiden Seiten noch so quasi spitze eingenäht. Also es war meine Gardine, aber ja, sie noch so ein bisschen aufgepimpt und die trage ich sehr gerne. Und was war dein größtes Schnäppchen? Da sind mir jetzt spontan ein paar Schuhe eingefallen und zwar vorbereitet wie immer. Ich zeige euch jetzt mal ein. Die kommen jetzt vor allen Dingen jetzt hier im Frühling und Sommer schön zum Tragen. Ich trage sie auch super gerne zu einem Kleid. Zum Beispiel zu diesem Maxi-Kleid, was ich euch gezeigt habe, kann ich mir die sehr gut vorstellen. Und zwar geht es um diese Booties. Die sind von Jonak, glaube ich. Also, ist schon ein bisschen. Man sieht, er wurde oft getragen. Von Jonak. Jonak, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Jedenfalls habe ich die, glaube ich, über Sarenza bestellt gehabt. Und da war großer Sale. Und genau, auch den anderen, aber der ist jetzt leider nicht zu. Und ich fand da diese Schnalle hier so drumherum ganz nett. Und auch die Höhe des Absatzes. Und die hatten, glaube ich, ich glaube, normal 120 Euro gekostet. Und ich habe sie dann für 40 oder 50 Euro im Sale ergattert und da war ich total happy drüber. Also die haben echt eine total schöne Farbe, finde ich, die auch super zum Sommer. Also das passt ja perfekt zu diesem Kleid und auch zu kleinen Kleidchen oder auch zur Strumpfhose. Ich trage die super gerne und ja, das sind so, ist mir jetzt spontan eingefallen, mein Schnäppchen im Kleiderschrank. Nun zur größten Geldverschwendung, die ich hier getätigt habe. Das ist, irgendwie sind alle Fragen für mich schwierig heute, weil ich doch schon regelmäßig aussortiere. Und im Moment ist eigentlich der Fall, dass ich mit meinem Kleiderschrank schon sehr zufrieden bin. Klar gibt es Tage, wo ich davor stehe und mir denke, ich habe nichts anzuziehen. Aber es geht einigermaßen. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so die extrem großen Geldverschwender-Sachen jetzt mal drin. Vielleicht hatte ich mal was ich aber schon längst aussortiert habe.
aber mir ist ein Pullover in die Hände gekommen, den ich leider nicht einmal angezogen hatte, den ich jetzt wahrscheinlich auch auf Kleiderkreise stellen werde. Also wer interessiert ist, guckt bei meinem Kleiderkreise-Account vorbei. Und ich frage mich eigentlich, warum ich den nicht anziehe. Aber wenn ich den anhabe, gefällt mir der irgendwie überhaupt nicht. Und zwar geht es um diesen Pullover, oder ja, das ist gar kein richtig dicker Pullover, von H&M war der mal. Der war jetzt auch nicht extrem teuer. Der hat hier diese Raffung. Und es hat ganz normal geschnitten. Aber ich hatte den nicht einmal an. Also ich habe es immer mal wieder versucht. Aber es hat mir an mir irgendwie nicht gefallen. Und der hat halt 20 Euro gekostet und habe jetzt quasi 20 Euro finished ausgegeben. Weil ich ihn wirklich nicht einmal an hatte, was echt schon ziemlich traurig ist. Aber gut, deswegen ist das so meine kleine Geldverschwendung. Nun zur letzten Frage. Und zwar zeige deine drei aktuellen Lieblingsteile. Und die Sonne kommt wieder. Und zwar habe ich da zum einen auch wieder ein paar Schuhe. Einen Augenblick. Und zwar kennt ihr die bereits, wenn ihr mal einen Haul gesehen habt. Diese Bequemtreter, die sind wirklich so, so, so bequem. Und ich finde sie einfach auch so toll und so hübsch. Und die gehören definitiv zu meinen Lieblingen im Moment. Die kann man zum Kleidchen anziehen, zu einer Hose, dann auch irgendwann ohne Strumpfhose, finde ich, kann man die auch perfekt zu einem kurzen Kleid anziehen. Oder auch von mir aus zu dem Maxi-Kleid. Also aber die sind auch Secondhand gewesen. Und dann eine Bluse, die auch relativ neu ist, die hat mir meine Mami geschenkt. Und zwar diese hier, die in diesem wunderschönen braun-orange ist. Also eigentlich eher so eine Herbstfarbe, aber ich kenne ja da nichts. Ne? Ich ziehe das auch jetzt an, das ist mir egal. Alle rennen mit Pastell rum, obwohl heute dachte ich mir, bin ich schon ziemlich vorbildlich mit diesem Oberteil, was übrigens auch von H&M ist. Und dem Hut, der ist von ASOS gewesen, eigentlich von River Island, aber über ASOS und dann war ja auch Sale. So eine kleine Nebeninfo. Ja, aber wie gesagt, zurück zu der Bluse. Die hat hier auch noch so kleine Schnüre, wo unten so eine kleine Goldapplikation ist. Und die ist super leicht und ganz weit und auch ein bisschen kürzer geschnitten. Also ich finde, die fällt auch sehr groß aus. Ich habe die in einer 34 und ich habe eigentlich keine 34. Und ja, das finde ich super schön. Also einmal die Bluse da noch. Und dann, was eigentlich auch perfekt zu der Bluse geht, diese, naja, so ein richtiger Blazer, also es ist wie so ein Blazer geschnitten, aber fühlt sich vom Material, ist es eher wie so eine Strickjacke. Und zwar, ja, dieser Blazer slash Strickjacke, die trage ich, wow, jetzt geht es aber hier ab auf der Kamera. Und zwar, ja, hat dieses wunderschöne Muster, wo man auch denken würde, okay, ich bin Geist. Ich drifte heute immer ab, tut mir leid. Also, von River Island ist dieser Blazer slash Strickjacke. Ist auch schon ein bisschen älter, ungefähr ein R, hatte ich mir damals in Irland gekauft und trage ich im Moment auch super gerne so über schlichte schwarze Kleider oder wie gesagt, passt das auch super zusammen mit einer Short, einer Strumpfhose und den hatte ich unter anderem auch zu meiner Abschlussprüfung an, also kleiner Glücksbringer. Und ja, ich zeige das Muster nochmal von nah. Das ist wirklich total hübsch. Wie gesagt, könnte auch aus einem Secondhand sein, deswegen liebe ich es auch so. Ja, und das waren jetzt alle Fragen zu dem Confidential, Closed Confidential Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch vielleicht ein bisschen, dass ich wieder da bin. Ich werde in ein paar Tagen mit meiner Mutti nach Holland fahren, nach Utrecht. Dort heiratet nämlich mein Cousin. Und ich denke, da werde ich ein Follow Me Around draus machen. Also seid darauf gespannt. Und dann wünsche ich euch noch einen zauberhaften Tag. Heute scheint die Sonne. Ich werde gleich rausgehen und ein bisschen Eis essen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.